Das Thema für heute Morgen lautet: Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen, obwohl das nicht meine Heimat ist. Und wir gingen dort freitagsabends immer in die Gemeinde, in eine Anlage. Dieses Gemeindezentrum wurde während des Krieges total zerstört, aber damals stand es noch. Und da gab es Gebetsstunden. Da wurde eine Andacht gehalten und nach der Andacht wurden Lieder gesungen und dann gab es Gebetsgemeinschaft. Ich war in der Regel der Jüngste, der dort in dieser Gebetsstunde anwesend war. Das waren meistens ältere Geschwister, die da gekommen sind. Und wenn es dann ans Beten ging, dann haben meistens immer dieselben gebetet. Und das waren meistens nicht nur lange, sondern ellenlange Gebete. Und manche Gebete, ich muss das ganz offen sagen, habe ich schon auswendig gekannt. Und wenn der Betreffende anfing zu beten, dann wusste ich, jetzt kommt das an die Reihe und dann betet ihr für das und für das und für das. Und ich habe dann im Stillen immer gebetet und ich wusste dann schon, wie er als Nächster beten wird. Lieber Gott, hilf doch, dass die Gebete kürzer werden. Aber das Gebet von mir hat Gott nicht erhört. Aber es war eine betende Gemeinde mit einer regelmäßigen Gebetsstunde. Alle Achtung. Wir wollen jetzt die Bibel aufschlagen und wollen aus der Bibel eine betende Gemeinde kennenlernen. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Ich lese dort ohne Kommentar von Vers 1 bis Vers 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihm 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Gode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete: Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Die aber winkte ihm mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr aus dem Gefängnis geführt hat, und sprach: Verkünde dies den Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort.
Beim Lesen dieses biblischen Berichtes kommt sofort eine Frage auf. Großer Gott, du hast einen Engel geschickt, der hat den Petrus befreit. Warum hast du nicht durch einen Engel den Jakobus befreit? Du hättest ihn genauso befreien können. Und du hast es zugelassen, dass der Jakobus getötet wurde mit dem Schwert. Großer Gott, warum? Ich habe auf diese Frage keine Antwort bekommen. Gott lässt manches im Leben zu. Und er wird es uns einmal, wenn es uns interessiert, erklären, wenn wir für immer bei ihm sein werden. Und der Petrus wusste, dass ihm dasselbe Schicksal bevorstand. Er wurde ins Gefängnis gebracht, von 16 Soldaten bewacht. Sagen, bewacht, ganz schlimmer Terrorist. Und da steht nun, Vers 5, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ich weiß nicht, wie groß die Gemeinde war. Die wird mit Sicherheit kein so schönes Gemeindehaus besessen haben. Die haben sich privat versammelt. Aber wenn sie ohne Aufhören gebetet haben, dann müssen sie eine Gebetskette gebetet haben. Sie haben ununterbrochen gebetet, da war immer jemand da, der Fürbitte eingelegt hat. Und Gott hat dieses Gebet und diese Gebete erhört. Der Engel des Herrn kam nach Vers 7. Mir fällt auf, der Raum hat sich erhellt. Da, wo Gott eingreift und Gebete erhört für das Helden im Leben, wir werden das heute Nachmittag noch hören, morgen Vormittag, hat den Petrus aufgeweckt, war um sein Wohlergehen besorgt, sofort fielen die Ketten von seinen Händen. Gürte dich, zieh deine Schuhe an, wirf deinen Mantel um. Jerusalem liegt etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel, da wird es selbst im Hochsommer nachts empfindlich kühl. Petrus, zieh dich an, damit du dich nicht erkältest. Die Wachen konnten sie nicht aufhalten. Sie gehen aus dem Gefängnis heraus, unbehelligt, sogar das große Stadttor hat sich geöffnet. Der Petrus war der Meinung, ich habe einen lebhaften Traum. Und als schließlich der Engel verschwunden war, kommt der Petrus zu der Erkenntnis, Vers 11, und weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel sandte und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Der Petrus musste Kenntnis davon gehabt haben, dass da gebetet wurde. Und er ging dorthin. Und da steht, wo viele beieinander waren und beteten. Ich weiß nicht, wie viele das gewesen sind, aber die haben immer noch gebetet. Eine Magd kommt. Der Name dieser Frau wird nur einmal erwähnt. Das zeigt mir die Wertschätzung Gottes. Die Wertschätzung Gottes in Bezug auf Frauen. Dieser Magd vergisst die Tür zu öffnen, kommt hinein und sagt, der Petrus steht vor der Tür. Und ich sage, das gibt es ja gar nicht. Das muss ein Engel sein. Du bist einer Täuschung zum Opfer gefallen. Der Petrus hat nicht nachgelassen. Er hat weiter angeklopft. Es wurde ihm geöffnet. Er kommt in den Raum, wo gebetet wird. Und da steht nun interessanterweise in Vers 16, sie entsetzten sich. Das Wort Entsetzen hat bei uns einen negativen Beigeschmack. Andere Bibelübersetzungen sagen, sie waren außer sich. Vor Freude. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde, ein biblischer Bericht. Ich war in einer Großstadtgemeinde, fünfmal so groß wie vor Großstadt. Ich komme dorthin im großen Foyer, da steht eine große Tafel. Auf der einen Seite der Tafel mein Gebetsanliegen, auf der anderen Seite der Tafel Gebetserhörung. Da stand ein Anliegen mit einem Kleinzettel angeheftet. Ein Student bat darum, bitte betet für mich, ich habe in der Uni in der kommenden Woche eine schwere Prüfung. Ein Glaubensbruder war arbeitslos geworden, hat einen Zettel angeheftet, bitte betet für mich, dass ich bald wieder Arbeit bekomme. Eine Schwester hatte Familienprobleme, betet für mich und für meine Familie. Auf der anderen Seite waren kurze Notizen,
Gott hat mein Gebet erhört. Dann wurde mir mitgeteilt, am Freitagabend, ich war an zwei Wochenenden dort in dieser Gemeinde, um solch ein Seminar zu halten und ein anderes. Und da hast du, wir haben jeden Morgen eine halbe Stunde vor Beginn der Bibelschule eine Gebetsversammlung. Das hat mich interessiert. Ich war eine halbe Stunde früher da. Da waren etwa 30, 35 Geschwister anwesend. Eine junge Glaubensschwester hat diese Gebetsversammlung geleitet. Und sie sagte, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich darf euch mitteilen, welche Gebetserhörung Gott in der letzten Woche geschenkt hat. In der letzten Woche, nicht vor 14 Tagen oder drei Wochen. Das waren einige Gebetserhörungen, sehr bewegend. Und wir haben für jede Gebetserhörung Gott gedankt. Dann sagte die Schwester, und jetzt haben wir so und so viele Gebetsanliegen. Eine Menge Gebetsanliegen. Und die Schwester sagt, am besten ist es, wir teilen uns auf in einige kleine Gruppen, 6, 8, und dann beten wir mit Namen für diese Gebetsanliegen. Dann zwischendurch Lieder gesungen. Die halbe Stunde war so schnell vergangen, ich habe mich gewundert. Der Prediger sagte mir, weißt du, Bruder Hase, seitdem wir anfangen, für Menschen mit Namen zu beten, kann ich mich nicht mehr retten vor Interesse. Und die Schwester, die das leidet, wurde vor einem halben Jahr getauft. Und die sagte, Geschwister, bei uns in der Gemeinde wird zu wenig gebetet, lasst uns doch eine Gebetsversammlung haben, regelmäßig. Und die hatte sie dort in der Gemeinde, jeden Sabbat eine halbe Stunde vor Sabbatschule gibt. Eine betende Gemeinde ist eine Segengemeinde. Wir haben 10 Jahre in einem Ort gewohnt mit 10.000 Einwohnern. Ich war damals Vereinigungsevangelist, war die meiste Zeit nur unterwegs. Da gab es eine Schwester, sie war verwitwet. Da gab es eine andere Schwester, die mit einem sehr toleranten Mann verheiratet war, der aber nicht zu einer Fettgemeinde gehört, und meine Frau. Und diese drei Schwestern haben sich in den 10 Jahren einmal in der Woche für 30 Minuten zum Gebet getroffen. Manchmal waren es nur 20 Minuten. Sie haben sich nicht über das schöne Wetter unterhalten, über die letzten Neuigkeiten. Sie hatten Gebetsanliegen. Gott hat diese Witwe schon lange zur Ruhe gelegt. Die andere Schwester haben wir kürzlich besucht, vor einigen Monaten. Sie war schwer krank, Gott hat sie zur Ruhe gelegt. Jedes Mal, wenn wir die Schwester getroffen haben, bei irgendwelchen Gelegenheiten, nachdem wir dort weggezogen waren, sagten sie, diese 20 Minuten, diese 30 Minuten, diese 15 Minuten, das waren die schönsten der ganzen Woche. Wie wäre das, wenn wir kleine Gebetskreise hätten? 2 oder 3. Man könnte sich doch einmal in der Woche treffen, vielleicht nur für 15 Minuten. Könnte sich absprechen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir treffen uns und dann lasst uns beten. Und dann lasst uns Gott loben und danken, wenn er Gebetserhörung geschenkt hat. Und ich denke, jeder von uns hat Gebetsanliegen. Du sagst, ja, Bruder Hase, bei mir wohnt gar niemand in der Nachbarschaft. Dann kann man trotzdem Gebetsgemeinschaft haben. Ganz modern. In Schwäbisch Hall gibt es einen Bruder, der bei der Telekom beschäftigt war und der viele Monate hier in die neuen Bundesländer gefahren ist, um das Telefonnetz hier aufzubauen. Der Bruder sagte mir, Bruder Hase, die neuen Bundesländer haben das modernste Telefonnetz von ganz Europa. Als ich damals in Cottbus war, hat mir Bruder Werdenauer, der damals Prediger gewesen ist, einen Zeitungsabschnitt gezeigt, einen Leserbrief, und das hat mich sehr bewegt. Dieser Herr bedankte sich, dass er schon nach 10 Jahren Wartezeit ein Telefon zugeteilt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Normale gewesen ist, aber 10 Jahre auf dem Telefon warten, das war mir unverständlich. Ich weiß nicht, also heute wird man sicherlich nicht mehr 10 Jahre warten müssen. Aber
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von uns vielleicht sogar alle an Telefon besitzen in der Zwischenzeit. Man könnte sich doch telefonisch absprechen. Da tun sich drei zusammen und für die vielleicht, wäre vielleicht der Dienstagvormittag um 10 Uhr die beste Zeit. Sie können sich jetzt persönlich nicht treffen, weil sie zu weit entfernt sind, aber man könnte sich doch vorher anrufen, könnte fragen, nur hör mal, was hast du denn für ein Anliegen? Ich habe das Anliegen. Und man ruft den Dritten an, was hast du für ein Anliegen? Ich habe das Anliegen. Komm, lasst uns am Dienstag um 10 Uhr zu Hause niederknien und für dieses gemeinsame Anliegen beten. Gebetsgemeinschaft auf moderne Art, wenn man sich nicht treffen kann. Eine betende Gemeinde ist eine Segengemeinde. Ich werde Erlebnisse erzählen, die das bestätigen. Ich bin sicher, dass es hier Gebetskreise gibt. Ich bin sicher, dass es hier liebe Geschwister gibt, die Freude haben am Gebet. Ich bin auch sicher, dass es hier Gebetsstunden gibt. Aber warum sollten wir nicht kleine Gebetskreise haben? Bestärkt den Glauben und Gott kann noch viel mehr Sinn geschenken. Da kommt die Frage auf, wenn Gott allwissend ist, wir haben das gestern Abend gehört, warum ist es notwendig, ihm die Dinge nochmal extra zu sagen? Ich habe da einen interessanten Text gefunden in Psalm 12. Wir haben jetzt gerade Apostelgeschichte Kapitel 12 gelesen, Psalm 12, Vers 6. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ich habe in meiner Bibel zu diesem Text Folgendes geschrieben. Ich werde Jesus einmal fragen, ob meine Vorstellung richtig ist. Was habe ich mir dazu geschrieben in meiner Bibel? Hier steht ja, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, ich will Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Ich habe dazu geschrieben, Satan, ich habe den Hilferuf gehört. Satan, ich werde jetzt deinen Mühen Grenzen setzen und ich werde die Gebete erhöhen. Du kannst keine Anklage erheben, ich würde wahllos und ziellos helfen. Satan, jetzt bin ich der Sieger. Und ich habe dir dazu geschrieben, wir sind nicht nur Gottes Kinder, wir sind auch Gottes Mitarbeiter und haben einen Anteil durch Gebet und Fürbitte. Die Ewigkeit wird es einmal offenbaren, was Gebete alles bewirkt haben. Wir schlagen 2. Korinther Kapitel 1 auf. 2. Korinther Kapitel 1. Und ich lese dort Vers 8 bis Vers 11. Das ist das, was hier Paulus niedergeschrieben hat. Vers 8 bis Vers 11. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er wird uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unser Wegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht wird. Helft mit eurer Fürbitte. Eine wenige Gemeinde ist eine Siegengemeinde. Als mein Bruder von einer Russlandreise zurückkam,
von ihr dort in Sarovsky auf unserem Seminar unterrichtet hat, erzählte er mir folgendes Erlebnis. Es war damals in Russland so, dass in der Sowjetunion, dass die Wehrdienstzeit 3 Jahre dauerte. Man wurde einberufen, wer diesen ersten Termin aus irgendwelchen Gründen nicht wahrnehmen konnte, konnte man einen zweiten Termin bilden. Nur, wer beim zweiten Termin erschien, der kam meistens ins ferne Sibirien. Der Bruder bekam einen Einberufungsbefehl zum Wehrdienst und er sollte sich am Sabbat melden. Und er hat eine persönliche Entscheidung vor Gott getroffen. Er hat gesagt, lieber Gott, es ist dein heiliger Ruhetag, ich will um einen zweiten Termin bitten. Wenn ich den ersten Termin wahrnehme, dann werde ich in der Umgebung eingezogen, vielleicht 1000 Kilometer entfernt, das ist Nahverkehr in Russland. Dann kann ich öfters mal reinkommen im Urlaub. Aber wenn ich um den zweiten Termin bitte, dann komme ich nach Sibirien. Dann ist es vorbei. Aber Herr Jesus, ich kann dich nicht enttäuschen. Und dann ging er zur Gemeinde und hat der Gemeinde seine Entscheidung mitgeteilt und hat die Gemeinde gebeten, bitte betet für mich. Er bekam den zweiten Termin an einem anderen Tag und er kam ins entfernte Sibirien. Dort angetroffen, wurde ihm mitgeteilt, du hast Pech gehabt. Der höchste Garnisonsoffizier ist ein grausamer Tyrann, er ist unerbittlich streng, ist ein Menschenschinder und bestraft willkürlich. Du wirst die schrecklichste Zeit deines Lebens hier erleben. Als alle eingekleidet waren, wurde Befehl gegeben, antreten, und dann ging dieser, was sehr ungewöhnlich war, dieser höchste Garnisonsoffizier zu jedem Rekruten und erkundigte sich. Und er kam auch zu uns und wunderte, wo kommst du her, aus welcher Gegend? Er nannte die Gegend. Und dieser Offizier sagte, ich komme auch aus derselben Gegend. Wo wohnst du da? Oh, das ist interessant, meinte der Garnisonsoffizier, ich wohne in derselben Stadt. In welchem Stadtviertel wohnst du? Der Garnisonsoffizier sagte, ich wohne im selben Stadtviertel. In welcher Straße wohnst du? Und dann stellte sich heraus, dass der Garnisonsoffizier in der Nachbarstraße, in der Parallelstraße wohnte. Und dann stellte sich dieser Garnisonsoffizier hin vor die versammelte Mannschaft, die neuen Rekruten, die alten, und sagte, der Mann kommt aus derselben Gegend, aus derselben Stadt, aus demselben Stadtviertel, wohnt in der Parallelstraße. Dieser Mann steht unter meinem persönlichen Schutz und ich warne jeden, ihm irgendetwas Leidvolles anzutun, dann bekommt das mit mir zu tun. Und der Bruder erzählte, er hatte die beste Zeit beim Militär, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Eine betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Ich erwähne jetzt etwas Schockierendes, sehr Schockierendes. Eine Mitarbeiterin unserer Tochter in der Schweiz, eine andere Sekretärin war in der Schweiz mit dem Zug unterwegs, hatte sich Reiseverpflegung mitgenommen. Und neben ihr saß ein junger Herr in Schwarz gekleidet, sehr freundlich, sah gut aus. Und sie überlegte sich und kam zum Ergebnis, der Höflichkeit halber werde ich ihm etwas zum Essen anbieten. Er lehnte dankend ab mit dem Hinweis, ich habe heute meinen Fastentag. Die Schwester sagte, oh, das freut mich aber, dass Sie dann auch ein Christ sind und einen Fastentag haben. Nein, sagte er, ich bin kein Christ. Ich bin Satanist. Ich gehöre einer Satanskirche an. Wir haben heute unseren Fastentag. Wir fasten, dass im Umkreis unserer Satanskirche 300 Ehen in die Brüche gehen. Schockierend. Auch für mich. Und ich muss hier ein Bekenntnis ablegen. Ich stehe länger als 40 Jahre im Dienst für Gott. Ich
weiß, dass es in der Fremdgemeinde auch Eheprobleme gibt. Aber ich muss bekennen, mir ist in den langen Jahren nie in den Sinn gekommen, eine Gemeinde zu bitten, hört, wir haben ein Eheproblem. Lasst uns doch mal beten und fasten, dass Jesus diese Ehe rettet. Darauf bin ich nie gekommen. Und ich habe diese Sünde Jesus bekannt und ich weiß, er hat es mir vergeben. Da wird gefasst, dass Ehe in die Brüche gehen. Hätten wir noch nicht Grund, auch mal einen Fastentag auszurufen, wenn der Ehe in Gefahr steht in der Gemeinde, dass Jesus die Ehe rettet? Ich denke, Jesus kann Ehe retten. Und es gibt viele Beispiele dafür. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich habe hier Blätter mitgebracht, die fotografiert sind. Und ich darf jetzt bitten, Freiwillige, drei Freiwillige, einer in der Mitte, eins, zwei auf der Seite, die Blätter verteilen, ganz schnell. Gemeinde in unserem Gemeindeumland eine weitere Gemeinde gegründet wird, wo
wo kann und soll dies sein? Den Rest kann ich nicht lesen, das darf gehört dir, das darfst du mit nach Hause nehmen. Da gibt es die Stadt Biberach, liegt zwischen Ulm und dem Bodensee. Sie gehörte eine Zeit lang zu meinem Bezirk. Aus dieser Gemeinde Biberach haben zwei Geschwister an einem Maranatha-Seminar teilgenommen. Und der eine Bruder sagte, gut, ich weiß jetzt, wie man mit Menschen in Kontakt kommt durch eine Umfrage. Ich bete darum, lieber Gott, zeig uns, wo wir eine neue Gemeinde gründen können. Und wir hatten noch den zweiten Teilnehmer an dem Maranatha-Seminar. Und die Antwort Gottes war, geht nach Saulgau. Ungefähr 35 Kilometer entfernt. In Saulgau hatte ich damals 1968 die letzte Bibelstunde gegeben, als ich versetzt wurde. Sie sind dann dort von Haus zu Haus gegangen, haben die Menschen gefragt, wer Interesse hat, eine Bibel zu besitzen, eine Bibelstunde durchzuführen. Es wurden Hauskreise gebildet, es kam zu Bibelstunden, es gab die ersten Taufen. Und dann war die Frage, ja, wir brauchen auch einen Versammlungsraum. Lieber Gott, wir wollen hier eine Gemeinde gründen. Wo können wir uns versammeln? Und dann haben sie erfahren, dass die evangelische Kirche Geld gebraucht hat, um ein Gemeindehaus zu errichten. Und sie hat den evangelischen Kindergarten zum Verkauf angeboten. Und sie gingen zum evangelischen Pfarrer und haben ihn gefragt, ob er bereit wäre, den evangelischen Kindergarten an uns als Adventgemeinde zu verkaufen. Er sagt, das ist interessant, finde ich kein Käufer. Der Kindergarten war vor einigen Jahren neu erbaut, komplett eingerichtet mit Nebenräumen. Großer Spielplatz, andere Gebäude, großes Grundstück. Herr Pfarrer, was soll das kosten? 350.000 Mark. Sie haben den Kindergarten gekauft. Gemeinde wurde gegründet am 23. Januar des Jahres 2000 mit 18 Gliedern, 5 Glaubensfreunden und 5 Kindern. In der Zwischenzeit sind nochmal 5 getauft worden. Und die Gemeinde sagt, jetzt haben wir hier eine Gemeinde. Jetzt gehen wir in eine andere Stadt und gründen dort eine Gemeinde. Und die 250.000 Mark sind in der Zwischenzeit auch bezahlt. Eine betende Gemeinde ist eine siebende Gemeinde. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch etwas Gutes wäre, in den neuen Bundesländern Gemeinden zu gründen. Und ich weiß in die Not, dass Gemeinden kleiner werden, weil die jungen Leute alle in den Westen gehen. Ich weiß in die Not, dass es viele Gemeinden gibt, die Mieten gar nicht mehr bezahlen können, weil die Mieten so erhöht worden sind. Und es gibt viele Probleme, aber der Herr Jesus ist der Sieger. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Meine Schwester hat mir folgendes Erlebnis erzählt. Auf ihrem College wurde ein Stellvertreter gesucht für den Direktor, der Rektor des Colleges. Es haben sich verschiedene beworben, unter anderem auch eine Glaubensschwester, die verheiratet war mit einem lieben Mann, der aber kein Sinotax-Adventist war. Der Mann war Jude oder ist Jude und ist ein Gottesleugner. Und wenn jemand weit wegstehen kann von Gott, dann war es dieser Mann. Der Rektor hatte die verschiedenen Gespräche mit den Bewerbern, dieser Schwester. Er hatte sie dann auch eingeladen zum Mittagessen. Und der Mann sagte dann, wissen Sie, ich bin ganz ehrlich, ich habe mit Gott, mit Religion nichts am Hut. Ich bin ein radikaler Gegner. Ich bin zwar Jude, aber alles andere interessiert mich nicht. Das war ein ehrliches Bekenntnis. Und dann sagte dieser Rektor zu meiner Schwester, die sich dann unterwegs noch trafen, ich denke, ich werde die Schwester einstellen als meine Stellvertreterin.
angefangen, für ihren Mann zu beten, wie wir noch nie gebetet haben. Sie bringen die besten Voraussetzungen mit für diesen Aufgabenbereich. Es vergingen einige Monate. Der Mann ging in die nächste Stadt, um einen Scheck einzulösen, und der junge Bankangestellte sagte: Oh, Sie wohnen dort, wo ich zur Schule gegangen bin. Und das war eine gute Schule und ich denke gern an meine Schulzeit. Dann sind Sie also auch Siebenentags-Adventist. Und dieser Mann sagt: Ja. Geht aus der Bank heraus, setzt sich ins Auto und sagt: Ich bin ja gar keiner. Wie komme ich dazu, Ja zu sagen? Und dann geschieht ein Wunder. Der Mann hat gesagt: Ich habe die Wahrheit nicht gesagt, aber jetzt muss ich zusehen, so schnell wie möglich, dass das wahr wird. Warum bin ich eigentlich ganz jeden Tag Adventist? Ich werde mich taufen lassen, aber ich muss vorher Bibelunterricht bekommen. Er kommt abends nach Hause, seine Frau kommt und er sagt: Ich habe eine gute Nachricht für dich. So, hast du mir was Schönes gebracht, gekauft, kriegst mir Blumen mit. Ich habe eine viel bessere Nachricht. Was ist das für eine Nachricht? Ich werde sieben Tags Adventist, ich werde mich taufen lassen. Du dich taufen lassen, sieben Tags Adventist, verstehe ich nicht. Ich sage, das brauchst du nicht verstehen, aber ich werde es. Schick mir den Training, ich brauche Bibelunterricht. Die Schwester war außer sich und sagt: Ich bete seit 30 Jahren für meinen Mann. Und 30 Jahre lang ist nichts geschehen. Und jetzt wird ihm da eine Frage gestellt und er sagt: Ich habe immer die Wahrheit gesagt, jetzt muss ich davor zusehen, dass es wahr wird. Herr Jesus, das ist das größte Wunder, was ich überhaupt verstehe. Der Rektor der Schule sagt, das College sagt: Keiner von euch hat eine Ahnung, wie groß das Wunder ist. Keiner von euch weiß, wie weit der Mann von Gott gelebt hat. Ja, aber da haben Geschwister gebetet, mit Namen für ihn. Und Gott hat Mittel und Möglichkeiten, Menschen anzusprechen. Eine betende Gemeinde ist eine siebende Gemeinde. Ich wurde im Mai 1994 krank, was bei mir selten ist, sehr selten. Und als es am nächsten Tag nicht besser wurde, sagte ich zu meiner Frau: Sieh zu, dass du heute noch einen Arzttermin bekommst. Und der Arzt hat mich 2 Stunden untersucht. Am Schluss habe ich gezittert. Dann sage ich: Herr Doktor, das ist Schüttelfrost. Ich kenne das, wenn der Schüttelfrost vorbei ist, habe ich hohes Fieber. Als ich angekleidet war und dem Arzt im Sprechzimmer gegenüber saß, habe ich von Kopf bis Fuß so gezittert. Herr Hasel, das ist kein Schüttelfrost. Sie haben eine innere Entzündung und die Giftstoffe sind ins Blut übergegangen. Sie haben eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Deswegen zittern Sie so. Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Die Chancen stehen 60 zu 40. Ich sage: Herr Doktor, aber ich habe das Auto geparkt. Da muss ich erst noch heimfahren. Ich sage: Wie wollen Sie denn heimfahren? Meine Frau hat draußen gewartet. Ich sage: Gott, du gehst sofort ins Krankenhaus. Da hatte ich schon das Krankenauto bestellt. Im Krankenhaus haben sie auf mich gewartet. Und Geschwister, es war so schlimm. Kamen die stärksten Antibiotika. Dass ich einen Tag später zu meiner Frau gesagt habe: David, ich bin zum Sterben bereit. Ich habe mich mein Leben abgeschlossen. Sie haben sich große Mühe gegeben. Und dann hat meine Gemeinde gebetet, meine beiden Schwestern aus Kalifornien haben angerufen, die haben gebetet. Mein Bruder hat angerufen. Sagt der Gott. Ich sage: Ja, mir geht es so schlecht wie noch nie, ich bin zum Sterben bereit. Sagt der Kurt, mach dir keine Sorgen. Ich gehe in die Uni und sage meinen Studenten: Wir werden alle für dich beten. Ich sage ihnen, wie schwer du krank bist. Wenn Gott mich damals gefragt hätte: Kurt, du oder dein Bruder, dann hätte ich gesagt: Leg mich zur Ruhe und lass meinen Bruder leben. Das war Anfang Mai. Am
konnte bei der Beerdigung dabei sein. Es war eine große Beerdigung. Wenn jemand in den Vereinigten Staaten stirbt, dann kommt er in ein Beerdigungsinstitut. Das Beerdigungsinstitut, der musste überführt werden. Er war zu einem Kongress gefahren und sollte dort ein Referat halten. Er wurde mit dem Flugzeug überführt. Und wenn der Verstorbene hier gerichtet ist und ins Sarg liegt, dann haben an einem Abend die Angehörigen die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Und wir hatten ein sehr großes Familientreffen. Unsere Trauerbewältigung ist das etwas sehr Gutes, den ganzen Abend Zeit zu haben, am offenen Sarg. Wir haben uns Erlebnisse erzählt, Erfahrungen, wir haben Lieder gesungen, wir haben Bibeltexte gelesen. Wir haben Abschied genommen. Am nächsten Abend war die Öffentlichkeit eingeladen, die Nachbarn, die Studenten, die Universität. Und wir als Angehörige standen alle an der langen Reihe, und ich war der Letzte. Und die gekommen waren, haben dann jedem ihr Beileid ausgesprochen. Da waren zwei Schwestern aus Südamerika. Die standen vor dem offenen Sarg und haben in Spanisch ein Lied gesungen. Die haben auf ihre Art und Weise Abschied genommen. Und wenn ich dann als letzter meinen Vornamen genannt habe, dann kamen viele junge Studenten und haben gesagt, bist du der ältere Bruder von Gerhard? Ja. Warst du so schwer krank? Ja. Ich habe im Mai für dich gebetet. Dann konnte ich dem Betreffenden die Hand geben und konnte sagen, die Erhörung deiner Gebete steht lebend vor dir. Ich danke dir. Ich lebe vom Geschenk der Lebenszeit. Auch heute noch. Ich weiß nicht, warum Gott das so beschlossen hat, dass er meinen Bruder zur Ruhe gelegt hat und hat mich am Leben gelassen. Aber wir dürfen füreinander beten. Und da gibt es auch keine Entfernungsschwierigkeiten. Eine betende Gemeinde ist eine siebte Gemeinde, eine Glaubensschwester. Sie hat neun, sie sind zu neun Kinder, sie ist eine davon. Die Eltern sehr katholisch, großer Bauernhof, Schwester lebt in der Schweiz. Sie war damals die erste und die einzige, die sich hat taufen lassen und zur Adventgemeinde kamen. Und die Eltern haben ihr das Leben schwer gemacht und die Geschwister haben sie verspottet und ausgelacht. Man kann sich das nicht immer vorstellen. Und dann haben die Eltern zu ihr gesagt, wir bitten dich, das Haus zu verlassen. Du hast keine Eltern mehr. Und diese Schwester hat 23 Jahre für ihre Eltern und Geschwister gebetet und es ist nichts passiert. 23 Jahre. Oft hat mir die Schwester unter Tränen gesagt, Bruder Hasel, ich kann noch nicht mal am Telefon mit meiner Mutter sprechen. Das geht nicht. Wenn die mich am Telefon erkennt, legt sie die Hörer auf. Ich habe an meine Mutter Briefe geschrieben, die kommen alle ungeöffnet zurück. Bruder Hasel, ich bete seit 23 Jahren. Dann wurde ihr Vater sehr krank, musste operiert werden. Musste das zweite Mal operiert werden und sie hat sich entschlossen, ihren Vater nach 23 Jahren, nach der zweiten Operation im Krankenhaus zu besuchen. Der Vater hat sich gefreut, hat geweint, du kommst. Sie steht am Bett des Vaters, die Tür geht auf, die Mutter kommt herein, sieht ihre Tochter, dreht sich auf dem Absatz um und fängt das Fluchen an und schimpft und geht raus. Die Schwester hat mich angerufen und gesagt, Bruder Hasel, bete für meine Eltern, wie du noch nie gebetet hast. Dann hat sie einen Gebetskreis verständigt, französisch, aber bei Gott spielt die Sprache keine Rolle. Betet für meine Eltern, für meine Mutter, die noch nie gebetet hat. Sie hat einen Bruder in der Schweiz gebeten, betet. Und sie hat zwei Freundinnen in Deutschland gebeten, betet. Dann ist das erste Wunder geschehen.
die Mutter hat zwei Tage später angerufen, sie hat die Mutter gar nicht am Telefon erkannt. Das ist eigentlich wie bei Mutti. Sag mal, willst du deinen Vater nochmal besuchen? Ja, am Donnerstag. Wäre es möglich, dass wir uns vor dem Krankenhauseingang treffen könnten? Sie sagte, warum nicht? Daraufhin rief die Schwester mich an und sie hat den Gebetskreis verständigt und die anderen Geschwister. Betet für meine Mutter, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Betet, wie er noch nie gebetet hat. Der Donnerstag kam, sie traf die Mutter vor dem Krankenhauseingang. Die Mutter geht auf sie zu, gibt ihr die Hand und sagt, unter die Vergangenheit wollen wir heute einen Strich ziehen. Wir werden neu anfangen. Sie gingen zusammen ins Krankenzimmer, hat es ihrem Mann gesagt. Ich habe einen neuen Anfang gemacht. Ich habe unter die Vergangenheit meiner Tochter einen Strich gezogen. Es sind viele Tränen geflossen. Dann hat die Mutter sie eingeladen und die Schwester teilte mit Gulasi. Ich war nach 23 Jahren zum ersten Mal wieder daheim. Es hat sich vieles verändert. Und was soll ich dir sagen? Die Mutter hat all meine Geschwister eingeladen. Mit ihren Angehörigen. Großes Familientreffen. Und der jüngste Bruder, der 6 Jahre alt war, als sie damals das Elternhaus verlassen musste, kam als letzter zur Tür rein. Öffnet die Tür, sieht sie sitzen, schaut sie an, schüttelt den Kopf, geht raus. Kommt zum zweiten Mal herein, schaut sie an, schüttelt den Kopf, geht raus. Kommt zum dritten Mal herein, schaut sie an, lächelt sie an und sagt, du bist wiedergekommen, ich habe dich ja so lange nicht gesehen. Welch ein Wunder, ich freue mich, dass du da bist. Dann hat sie einen Bruder eingeladen, leiblicher Bruder, die Frau hat vegetarisch gekocht. Kein Spott, nichts ist gefallen. Die Schwester sagt, lieber Hase, mein Vater wurde schon ein paar Mal von Ärzten und Tod vorausgesagt, er lebt immer noch. Es ist für mich sehr anstrengend, ich bin Krankenschwester. Jede freie Zeit verbringe ich zu Hause, pflege den Vater. Lieber Hase, es ist eine große Veränderung vor sich gegangen. Ich weiß nicht, wie das Ende sein wird. Aber ich bin dankbar, dass Gott Gebete erhört. Nach 23 Jahren. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich freue mich, dass es solche Erlebnisse gibt. Sie ehren Gott. Wir hatten in Schwäbisch Hall 30 Jahre lang ein Grundstück gesucht. Schwäbisch Hall ist mehr als 2000 Jahre alt. In der Innenstadt ein Grundstück zu finden. Und dann war eine Anzeige in der Zeitung, die hatte ich gelesen, aber ich habe gesagt, viel zu teuer, kann ich vergessen. Der Gemeindeälteste hat sich es angeschaut, ruft mich an, schaut das Grundstück an, sagt, das wäre das ideale Grundstück. 5 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Fußweg. Sagt, gut, wir haben gar kein Geld. 500.000. Aber wir haben trotzdem den Gemeindeausschuss bestätigt. Der Gemeindeausschuss hat einstimmig Ja gesagt. Die ganze Gemeinde kam und hat gesagt, das ist das Grundstück. Ich habe kein Geld. Das war vor Ostern 1992. Am ersten Osterfeiertag ruft der Eigentümer des Grundstücks an und sagt, die Türken wollen das Grundstück kaufen. Am Tag nach Ostern und wollen dort eine Moschee bauen. Wenn sie vorher einen Kaufvertrag unterschreiben, kommst du Türken nicht. Ich habe versucht, wie gesagt, Grundstücksverwaltung an einen Bauverein, wo Ostern war niemand zu erreichen. Mit einem Bruder aus der Gemeinde bin ich hingefahren zum Eigentümer. Dann sagt er morgen, zweiter Osterfeiertag, morgen kommt die Türken. Sag ich, gut. Wir machen einen provisorischen Kaufvertrag. Er hat unterschrieben und ich habe unterschrieben. Privat.
Abends im Bett sage ich zu meiner Frau, Bärbel, weißt du, wer neben dir liegt? Ja, sagt sie, du bist mein Gott. Sag ich, ich bin dein Gott. Aber ich habe eine halbe Million Schulden. Als ich zurückkam, haben wir die Geschwister angerufen. Und ich habe gesagt, morgen muss ich zum Bauverein fahren nach Stuttgart. Und die Geschwister haben gesagt, wir werden beten wie noch nie. Ich fuhr am nächsten Tag nach Stuttgart, Sondersitzung. So eine Situation haben wir noch nie gehabt oder was. Wir sehen es ein, auch die Kapelle, aber 500.000 Mark. Das heißt, wir werden alles selber bezahlen. Ihr braucht keinen Pfennig bezahlen. Aber zunächst geht es darum, wir müssen eine Anzeige machen. Dann haben sie ein extra Gespräch gehabt. Ich war draußen, ich habe gebetet wie noch nie. Dann haben sie mich hereingerufen und haben gesagt, du Hasel, du hast einen Kaufvertrag unterschrieben, privat. Du hast eine halbe Million Schulden. Wir machen folgenden Vorschlag. Wir haben so eine Situation noch nie gehabt. Er steht nicht auf der Dringlichkeitsliste. Wenn ihr in 24 Stunden 100.000 Mark aufbringen könnt, dann sind wir bereit, den Kaufvertrag zu unterschreiben. Aber das restliche Geld müsst ihr alles selber bezahlen. Wir haben kein Geld. 24 Stunden haben wir Zeit, 100.000 Mark. Ich sage, gut, von unserer Seite war es eine Glaubenshandlung. Ihr habt eine Glaubenshandlung vollzogen. Ich war nach Hause. Kaum, dass ich zu Hause bin, klingelt das Telefon. Zwei Schwestern, Bruder Hasen. Ich habe ihr mitgeteilt, sagte Bruder Hasen. Jede von uns gibt so und so viel. Wir können es innerhalb von 8 Tagen flüssig machen. Nächster Anruf, meine Schwester. Ich wollte für was ganz anderes spenden. Das Geld bekommt ihr. In 12 Stunden waren 110.000 Mark. Wir konnten in derselben Woche zum Bauverein gehen. Der Bauverein hat unterschrieben. War 1992 in Bulgarien zur Evangelisation. Meine Frau rief mich an einem Freitagabend an und sagte, Gott, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das Grundstück ist von der Gemeinde jetzt restlos bezahlt. Das letzte Geld ist eingegangen. Eine beten gemeinsam, sie wurde gemeint. Wir haben keine Großverdienung gemacht. Das sind Durchschnittsgemeinde, wie ihr hier. Aber Gott hat die Geschwister willig gemacht. Und jetzt geht es darum, wir haben Geld eingespart, jetzt soll gebaut werden. Jetzt beten wir wieder. Herr Jesus macht es möglich. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich habe hier 2 Dinge noch aufgeschrieben, die uns zeigen sollen, dass Gott wirklich Menschenherzen bewegen kann. Die eine Begebenheit, ein junger Mann, ein junges Mädchen, total verliebt, die Eltern gläubig. Den jungen Leuten stand alles hier. Wollen Gott, Bibel, Religion, nichts wissen, wir wollen glücklich werden. Sie haben sich von den Eltern verabschiedet und gesagt, wir wollen glücklich werden. Und sie haben alles praktiziert, was man so einem Wolfgangtunnel versteht, um glücklich zu werden. Gänge nach Indien, unter anderem. Yoga-Kurse gelegt, waren bei den berühmtesten Gurus, haben Drogen genommen, Alkohol, Tabak. Die haben alles gemacht, was man tun kann, um glücklich zu werden. Und waren schließlich auf der Insel Hawaii, auf einer der Inseln auf Hawaii, total abgebrannt. Total abgebrannt. Und dann sagte der junge Mann zu seiner Freundin, wir haben nichts mehr. Wir sind abgebrannt und glücklich sind wir erst recht nicht. Ich denke, wir sollten heute mit unserem Leben Schluss machen.
probiert. Aber du weißt ja, unsere Eltern haben immer von Gott gesprochen. Die Sache mit Gott haben wir noch nicht probiert. Also gut, die werden wir probieren. Aber wenn das fehlschlägt, ist unser Leben sinnlos. Machen wir Schluss. Einverstanden. Dann haben die zwei sich ihn besetzt und haben einige Punkte formuliert. Wollten sehen, ob es einen lebendigen Gott gibt. Die saßen an einer einsamen Straße, die noch nicht mal geteert war. Es war die ganze Zeit niemand vorbeigekommen. Erster Punkt. Wenn ein Auto kommt und der Fahrer nimmt uns mit, ohne dass wir Zeichen geben, das soll das erste Zeichen sein, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wenn der Fahrer uns in der Stadt absetzt, ohne dass wir sagen, wo uns absetzen soll, und er setzt uns vor einer Kirche ab, das soll das zweite Zeichen sein. Dann brauchen wir Arbeit. Dann brauchen wir Unterkunft. Und der junge Mann sagt, ich mache es besonders schwer, in der Unterkunft muss ein Telefon stehen, das angeschlossen ist. Und die Freundin sagt, das ist schwer genug. Ja, machen wir. Wenn das schief geht, gibt es keinen Gott. Sie saßen am Straßenrand, es dauerte 2 Stunden, der Staub wollte näher kommen, ein Auto kommt, das hält an. Ihr wollt in die Stadt, wir haben Streitwahl. Sie haben mit dem Fahrer kein Wort gewechselt. In der Stadt sagt der Fahrer, am besten ihr steigt hier aus. Sie haben sich bedankt, drehen sich um und sehen Seventh-day Adventist Church, Sonntags-Adventistenkirche, dienstags. Der junge Mann sagt, das ist eine Kirche, stellt ihr vor, freie Bedingung, eine Kirche, das soll uns voraussetzen. Dann sind ja bei uns dienstags die Kirche nicht geöffnet. Die war geöffnet. Sie öffnen die Tür, jetzt muss man sich das vorstellen. Total heruntergekommen. 5 Meter gegen den Wind nach oben gelaufen. Zerlumpt, schmutzig, gestunken. Tür geht auf, ein alter Bruder sagt, euch muss der liebe Gott schicken, ihr sucht bestimmt Arbeit. Ja, das sagen wir. Wisst ihr, ich bin Hausmeister, ich bin schon die ganze Zeit, Gott möchte mir einschicken, mir ist die Arbeit zu viel. Würdet ihr Hausmeisterarbeit machen? Ja, würden wir machen. Ich erkläre euch alles. Aber wir brauchen eine Unterkunft. Ich sagte, kein Problem. Ja, der Prediger, sein Empfangszimmer, der braucht es im Moment nicht. Es ist zwar im Augenblick nicht möbliert, aber das stellen wir euch zur Verfügung. Der junge Mann geht ins Zimmer, in der Mitte steht ein Telefon, gibt einen Hörer ab, sagt zu seiner Freundin, du hast Telefon ist angeschlossen. Dann sagt er, Hausmeister, ich kann dir allein die Entscheidung nicht allein treffen. Heute Abend ist die Gebetsstunde. Da muss ich den Geschwistern vortragen im Ausschuss. Die Geschwister kommen, haben die zwei Leute noch nie gesehen. Zerrum, gestunken. Die empfangen die, als ob es die eigenen Kinder gewesen wären. Mit einer solchen Freundlichkeit. Das war es für mich. Dann haben die Geschwister gesagt, gut, morgen werden wir das Zimmer blockieren, aber heute Abend gehen wir schon mal Matratzen. Ausschuss war einverstanden. Die waren 2 Jahre lang Hausmeister. Und dann haben sie Bibelstunden bekommen, wollten den lebendigen Gott kennenlernen. Und dann hat der junge Mann zu seiner Frau gesagt, zu seiner Freundin, die haben gelebt, wie verheiratet, sind aber nicht verheiratet. Wir lernen jetzt den lebendigen Gott kennen, wir wollen uns taufen lassen. Vor der Taufe werden wir die Ehe angeben. Und je länger sie 7 Stunden bekommen haben, desto besser haben die jungen Leute ausgesehen. Ging eine mächtige Veränderung vor sich. Dann haben die Geschwister gesagt, Hausmeisteraufgabe und Leben lang ist nicht das Richtige. Ihr solltet ein College besuchen. Wir haben kein Geld. Und durch den vielen Alkohol hat unser Gehirn Schaden genommen. Wir können uns die Sachen nicht mehr behalten. Die Geschwister haben gesagt, wir werden euch adoptieren. Ihr bekommt die gesamte Ausbildung von uns bezahlt. Ihr seid unsere Kinder. Aber für den Schaden hier oben, da muss Gott sorgen. Sie gingen aufs College, dort, wo meine jüngste Schwester Registrarin ist, wo ihr Mann Physiklehrer ist. Meine Schwester hat mir das Erlebnis erzählt. Sie haben die Ausbildung gemacht. Gott hat den Schaden hier oben genommen. Konnten sich wieder richtig konzentrieren, konnten sich alles merken. Sind heute selber Missionare.
gibt es einen lebendigen Gott? Für einen, der glaubt, der braucht so einen Sachen nicht in Angriff nehmen. Er hat den Beweis. Aber wenn einer nicht glaubt, muss es ja eine Möglichkeit geben, dass er Gott kennenlernt. Und ich will zum Abschluss noch ein anderes Erlebnis erzählen. Ich weiß, dass ich nicht hilfreich bin. Aber die Kassette wird in viele Hände kommen, weil es von jemandem noch keine gibt. Der Bruder Klaus hat mir das erzählt, er war damals Prediger in Gießen und er hat einen Spanier und einen Deutschen unterrichtet und sie kamen bis zum göttlichen Ruhetag. Und dann sagte der Spanier, ich habe jetzt zwei Probleme. Punkt 1. Ich arbeite in den Budierbuschen Eisenbergen. Das ist ein Staatsbetrieb. Ich bin Spanier. Ich mache Schicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Chef mich befreit von der Schicht. Freitagabend auf Sabbat. Punkt 1, Punkt 2. Bis zum heutigen Tag weiß ich noch gar nicht, ob es einen lebendigen Gott gibt. Nur eine Aussage, man kann jetzt über Gott diskutieren, Argumente dafür, Argumente dagegen. Am Ende ist jeder so schlau wie am Anfang. Am besten ist es, du hast ein persönliches Gotteserlebnis, dann brauchst du nicht mehr diskutieren. Und wie bekomme ich ein persönliches Gotteserlebnis? Indem du dir etwas ausdenkst, was unmöglich ist. Wenn es dann doch geschieht, muss es einen lebendigen Gott geben. Der Spanier war still und sagt zu Bruder Klaus, und ich will heute noch wissen, ob es einen lebendigen Gott gibt. Und wie willst du das wissen? Punkt 1. Wir fahren jetzt nach Metzler mit dem Auto, parken das Auto. Da gibt es eine Schranke, die öffnet sich nur für Lastwagen. Wir werden als Fußgänger hingehen. Wenn die sich für uns Fußgänger öffnet, soll der erste Beweis sein. Es muss eine Meldung dort geben. Da müssen wir an der Pforte vorbei, wir brauchen einen Passierschein, das sind drei Pforten. Wenn die uns ohne Passierschein durchlassen, ohne alle Fragen zu stellen, das soll der zweite Beweis sein, dann gehen wir zu meinem Chef und das soll der dritte Beweis sein, wenn der mir frei geht. Der Bruder Klaus sagt mir, Bruder Hasen, mir ist das Herz so symbolisch immer tiefer gerutscht. Was hat der Mann sich ausgedacht? Das ist ja eine Herausforderung. Der Bruder Klaus hatte damals in seinem Bezirk 14 Gebetskreise. Und dann sagte dem Spanier, ich muss jetzt eine Schwester anrufen, die berufstätig ist, ich muss ihr die Situation schildern. Und ich werde die Schwester bitten, dass sie andere benachrichtigt, die nicht berufstätig sind, dass sie sich bei ihr treffen und für uns beten, wie sie noch nie gebetet haben. Die Schwester hat gesagt, ich lasse alles stehen und liegen. Sie haben angefangen zu beten. Sie fahren nach Wetzlar. Die Schranke für Lastwagen öffnet sich. Der Spanier sagt, so hat es noch nie gegeben. Sie kommen an die Pforte vorbei, der Bruder Klaus will sich ausweisen. Der Spanier sagt, wir haben ausgemacht. Die dürfen uns nicht ansprechen, ohne Passierschein, lass uns weitergehen. Sie kommen in die lange Halle und die Arbeiter johlen und schreien, da ist noch ein Glaubensbruder, der oben den Kran bedient. Und der Bruder Klaus sagte, nein, da ist die Dolmetscherin dabei, die schreien wegen der Frau. Aber da wurde der flüssige Stahl in den großen Behältern entlang gefahren. Lebensgefährlich ohne Schutzkleidung. Am Ende der Halle, Büro, Werksmeister. Der wird leichenblass. Wie kommen Sie hier herein? Sie sind nicht angemeldet. Meine Frau, seit 25 Jahren, hat mich hier noch nicht besuchen dürfen. Was ist hier los? Der Spanier hat sein Anliegen vorgetragen. Und der Werksmeister sagt, wissen Sie, ich habe mit Gott und mit Religion nichts am Hut, aber es geht nicht in rechten Dingen zu. Wenn das für Sie so wichtig ist, Sie sollen Schicht frei haben. Spanier bedankt sich, sie verabschieden sich und sagt der Werksmeister, sie haben keinen Passierschein. Ich muss die Werkspolizei holen. Die Werkspolizei kommt, hört sich die Geschichte an und sagt, das gibt es ja gar nicht. Das sind drei Pförtner, da kann kein Sperling durchfliegen, ohne dass der registriert wird. Sie haben sich strafbar gemacht, ohne Passierschein.
Sie gehen straffrei aus, wenn Sie uns sagen, wo Sie den Zaun durchgeschnitten haben. Oder wo Sie unter dem Zaun durchgekommen sind. Da weiß ich der Bruder Klaus aus, ich bin Pastor, 7-Tags-Adventist, ich habe keinen Grund, Sie anzulügen, so und so war es. Das gibt es nicht, kommen Sie mal mit sofort. Drei Pfarrer. Die drei Personen sind vorhin hier durchgelaufen, haben Sie gesehen? Wir haben niemanden gesehen. Sie haben niemanden gesehen, aber wofür sind Sie da? Stunden zwei, ist keiner durchgelaufen, wir haben niemanden gesehen. Werkspolizei hat Sie entlassen. Sie fahren zu der Schwester. Die Schwester öffnet die Tür und sagt, Brüder, Geschwister, ihr seid schon da. Wir liegen ja im Wohnzimmer auf den Knien und beten für euch. Bruder Klaus sagt, wir kamen ins Wohnzimmer, da lagen die Geschwister auf den Knien und sagt, ihr könnt aufhören mit Gebet. Ich kann euch sagen, in welcher Weise Gott das Gebet erhört hat. Und der Bruder Klaus sagt mir, Bruder Hasel, ein solches Loben und Danken habe ich vorher nie gehört. Eine betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Warum beten wir nicht mehr? Ich ermutige euch, macht Gebetsgemeinschaft, bildet kleine Gruppen. Und dann wird die Gemeinde hier im Körper.